und herzlich willkommen zu meiner Videoreihe, in der ich euch die Zusammenhänge aus dem Fach Buchführung auf einfache und verständliche Weise erklären werde. In diesem Video wird es um die Bilanz gehen. Viele von euch haben bestimmt schon mal gehört, dass die Bilanz eine Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital ist und dass man die Bilanzseiten aktiv und passiv nennt. Doch warum ist das eigentlich so? In diesem Video werde ich euch erklären, warum die Seiten eigentlich aktiv und passiv heißen. Das Ganze hat nämlich durchaus einen Sinn. Dann werde ich euch erklären, warum die Bilanzseiten wertmäßig immer übereinstimmen müssen. Das hat nämlich auch einen logischen Grund. Ja, dann fangen wir doch einfach mal an. Aus den beiden vorhergehenden Videos kennt ihr ja die Begriffe Vermögen und Kapital bereits schon. Im Video zum Vermögen habe ich euch den Aufbau des Vermögens von Unternehmen bereits erklärt. Ihr wisst also daher schon, dass man das Vermögen in Anlage- und Umlaufvermögen aufteilt. Die einzelnen Wertbestände im Anlage- und Umlaufvermögen solltet ihr daher unbedingt lernen. Ihr wisst daher bereits, dass es sich bei den einzelnen Wertbeständen im Anlagevermögen um Wertbestände handelt, in die das Unternehmen langfristig investiert. Beim Umlaufvermögen kennt ihr bereits den Unterschied zwischen den Lagervorräten und den Beständen, die die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens repräsentieren. Abhängig von der Branche des Unternehmens, das ihr betrachtet, können sich dann die Bestände im Vorratsvermögen unterscheiden. So verfügen ja nur produzierende Betriebe über die Bestände Werkstoffe und Fertigerzeugnisse. Bei den Handelsbetrieben spielen dann vor allem die Bestände bei der Ware eine wichtige Rolle. Wenn ihr euch bei den einzelnen Branchen der Wirtschaft noch nicht so gut auskennt, dann schaut euch das entsprechende Video in meinem Kanal dazu an. Ebenso habe ich euch im Video zum Kapital der Unternehmen bereits den Unterschied zwischen Eigenkapital und Fremdkapital erklärt. Ihr wisst also, dass es sich hierbei um die Finanzierungsquellen von Unternehmen handelt. Das Eigenkapital wird von den Unternehmensinhabern aufgebracht, das Fremdkapital von außenstehenden Dritten. Wenn ihr euch hier noch nicht so gut auskennt, dann schaut euch bitte das Video zum Kapital noch einmal an. Beim Fremdkapital müsst ihr auf den Unterschied zwischen dem Kapital, das uns Banken zur Verfügung stellen, und dem, was uns Lieferanten zur Verfügung stellen, unbedingt achten. Im Video zum Vermögen habe ich euch dann bereits erklärt, wie man auf die einzelnen Bestände beim Anlage- und Umlaufvermögen kommt und welche Bedeutung sie haben. In unserem Beispiel soll das gesamte Vermögen des Unternehmens 1.400.000 Euro betragen. Dieses Vermögen muss nun durch das Kapital finanziert worden sein. Nehmen wir für unser Beispiel einfach mal an, der bzw. die Unternehmensinhaber haben 500.000 Euro in das Unternehmen investiert. Das restliche Fremdkapital muss dann von Banken und von Lieferanten aufgebracht worden sein. Im Video zum Kapital habe ich euch dann auch bereits erklärt, warum die Werte des Vermögens immer mit den Werten des Kapitals übereinstimmen müssen. Wenn ihr das alles schon ganz gut kennt, wird es euch nicht mehr schwerfallen, jetzt nachzuvollziehen, was man unter einer Bilanz versteht. Dazu müsst ihr euch nur Folgendes vorstellen. Unternehmen erfassen zum einen zunächst einmal das Vermögen. Dies nennt man dann Inventur und dies ist nichts anderes als eine Bestandsaufnahme der Vermögensbestände. Das Ergebnis der Inventur wird dann in einer Liste dargestellt, so wie ihr sie hier vorliegen habt. Im nächsten Schritt ermitteln Unternehmen dann im Rahmen der Inventur die Bestände des Fremdkapitals. Diese werden dann in einer weiteren Liste erfasst. Diese beiden Listen werden dann gegenübergestellt. Dem Unternehmen liegen also zwei verschiedene Listen vor. Um die Gegenüberstellung zu verdeutlichen, wird das Ganze jetzt in einem sogenannten T-Konto dargestellt. Dieses T-Konto ist jetzt für einige von euch vielleicht etwas Neues. Das T-Konto symbolisiert allerdings nichts anderes als eine Gegenüberstellung zweier Seiten. Auf der linken Seite des T-Kontos findet ihr dann das Vermögen und auf der rechten Seite das Kapital wieder. Da Vermögen und Kapital ja immer den gleichen Wert aufweisen, wird zunächst die Summe der Vermögenswerte ermittelt. Diese Summe finden wir dann auf der linken Seite des T-Kontos. Und da der Wert der rechten Seite genauso groß sein muss, überträgt man den Wert von der linken auf die rechte Seite des T-Kontos. Nun zieht man von dieser Summe den Wert des Kapitals einfach ab. Die wertmäßige Differenz entspricht dann dem Wert des im Unternehmen eingesetzten Eigenkapitals. Diese Art der Berechnung nennt man in der Finanzbuchhaltung dann auch Saldierung. Nun ist es ganz wichtig, dass ihr versteht, warum man eine solche Rechnung durchführt. Und hierzu braucht ihr euer Vorwissen. Wenn man vom gesamten Wert des Vermögens, nämlich den Wert des Fremdkapitals, also die Schulden des Unternehmens, abzieht, muss sich rein logisch der wertmäßige Bestand an Vermögenswerten ergeben, der nicht mit Schulden, also mit Fremdkapital, belastet ist. Dieses Vermögen, das nicht mit Schulden belastet ist, nennt man dann auch Reinvermögen. In unserer Gegenüberstellung ist dies dann auch der Wert für das Eigenkapital. Der Saldo komplettiert also den Wert in unserer Gegenüberstellung und er führt dazu, dass beide Seiten im T-Konto wertmäßig übereinstimmen. Diese Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital nennt man dann noch Bilanz. Bisher haben wir die beiden Bilanzseiten ja linke und rechte Seite genannt. In der Praxis nennt man die linke Seite dann Aktivseite. Dies liegt daran, dass wir auf der Aktivseite das Vermögen des Unternehmens wiederfinden. Dieses Vermögen nutzen Unternehmen, um ihre Leistung zu erbringen. Abhängig von der betrachteten Branche verfügen Unternehmen dann über unterschiedliche Lagervorräte.
Auch das habe ich euch ja bereits im Video zu den Branchen erklärt. Industrieunternehmen kaufen Werkstoffe ein, um daraus Fertigerzeugnisse herzustellen. Bei produzierenden Betrieben wie Handwerks- und Industriebetrieben besteht die Leistung darin, aus Werkstoffen Fertigerzeugnisse herzustellen. Bei Handelsbetrieben besteht die Leistung darin, Ware einzukaufen und möglichst mit Gewinn zu verkaufen. Und auch die Bestände, die die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens repräsentieren, bilden eine grundsätzliche Voraussetzung für Unternehmen, ihre Leistung zu erbringen. Die einzelnen Vermögensbestände werden von Unternehmen also aktiv eingesetzt, um damit Leistung zu erbringen. Daher nennt man die Vermögensseite der Bilanz auch Aktivseite. Wenn ihr euch nun die Passivseite der Bilanz anschaut, erkennt ihr, wie das Unternehmen das Vermögen finanziert hat. Grundsätzlich stehen jedem Unternehmen dabei zwei Finanzierungsquellen zur Auswahl. Das von den Unternehmensinhabern zur Verfügung gestellte Eigenkapital und das von außenstehenden Dritten zur Verfügung gestellte Fremdkapital. Vielleicht erkennt ihr, dass dieses Kapital im Hintergrund passiv im Unternehmen eingesetzt ist. Daher nennt man die rechte Seite der Bilanz dann auch Passivseite. Wenn ihr euch die Gegenüberstellung jetzt noch einmal genauer anschaut, erkennt ihr vielleicht, dass man aus einer solchen Bilanz nicht entnehmen kann, in welche Vermögenswerte das Kapital eigentlich eingesetzt wurde. Aus dem Video zum Kapital wisst ihr ja, was man unter den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung versteht. Die sind ja Zahlungsverpflichtungen gegenüber Lieferanten, weil das Unternehmen Vermögenswerte angeschafft hat. Einfach gesagt hat unser Unternehmen bei Lieferanten Gegenstände gekauft, die wir nun im Anlage- bzw. im Vorratsvermögen wiederfinden. Die Zahlung für die Anschaffung dieser Gegenstände an den Lieferanten ist jedoch noch nicht erfolgt. In unserem Beispiel hat unser Unternehmen gegenüber Lieferanten Schulden in Höhe von 350.000 Euro. Inwieweit die gekauften Vermögenswerte jetzt im Anlage- bzw. im Vorratsvermögen stecken, kann man aus dieser Bilanz nicht ersehen. Diese Information ist in der Praxis aber ganz wichtig. Um dies zu klären, muss man allerdings in der Buchführung schon ein bisschen weiter fortgeschritten sein. So müsst ihr zum Beispiel wissen, wie Buchungssätze gebildet werden. Wie man diese Buchungssätze bildet, erkläre ich euch in den nächsten Videos genauer. Um die Logik von Buchungssätzen zu verstehen, müsst ihr aber den Aufbau dieser Bilanz jetzt gut verstanden haben. So, dann habt ihr es jetzt bis hierhin geschafft und ich hoffe, es war nicht zu viel für euch. Vielleicht habt ihr das Gefühl, dass ihr das Ganze jetzt noch ein bisschen einüben müsst, dann meldet euch einfach bei mir unter der bekannten Adresse und ich lasse euch entsprechendes Material zukommen. Das Ganze einzuüben wäre bestimmt nicht schlecht. Natürlich interessiere ich mich dafür, wie euch dieses Video gefallen hat. Hinterlasst mir doch einfach mal einen Kommentar in der Kommentarzeile. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Wenn ihr die Glocke drückt, werdet ihr immer informiert, wenn ich neue Videos einstelle. Dann freue ich mich, wenn euch das Ganze ein bisschen Spaß gemacht hat und wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dann, tschüss!